Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge City Skylines Parklife hier bei Heisenberg Zockt. Und apropos Parklife, ja, wir sind mitten in unserem Park. Schön hier mit den Palmen und so weiter, da kriege ich gerade ein bisschen Lust in den Süden zu verreisen, Urlaub zu genießen. Aber jetzt ist nicht Urlaub, jetzt ist was noch Schöneres, nämlich Zocken. Hehe. So, gut, schaut mal, wir haben wieder was wir nicht mehr hatten in den letzten beiden Folgen. Hier, Kollege Mauszeiger, das Mäuschen war weg. Ja, ich weiß gar nicht warum. Weil im Aufnahmeprogramm drin, da war eigentlich angekreuzt, Mauszeiger mit aufnehmen, so wie immer. Ja, aber irgendwie war das Teil weg. Jetzt ist es da, ich habe es vorher ausprobiert, wird wieder aufgenommen, da bin ich beruhigt. Weil irgendwie, ich glaube, sieht schon ein bisschen komisch aus, wenn hier so eine unsichtbare Hand rumfummelt und dann irgendwelche Sachen rumschiebt. Gut, wir müssen hier, glaube ich, warten, wenn ich mich nicht täusche. Wir haben hier Nachfrage, das heißt, wir können eh einiges machen. Aber beim Park selber sind wir, glaube ich, am Anschlag. Sprich, ja, da müssen wir erst die dritte Stufe erreichen. Werden wir machen. Ich glaube, es reicht, wenn wir warten. Das entwickelt sich ja nach und nach. Gab noch einen guten Vorschlag, nämlich im Prinzip zuerst die Straßen zu legen. Dann kann man die Gebäude besser hier ranschieben an die Straße. Dann hängen die nicht hier so in der Gegend rum. Wäre eine gute Idee. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Bahnen wir haben. Also wie groß wird dieser Park? Ich meine, die Idee ist schon, diesen ganzen Bereich hier aufzufüllen, aber wahrscheinlich dann noch mit einem zweiten Park. Wir haben hier verschiedene Parks. Man hier guckt, eben Stadtpark, dann gibt es ja noch den Zoo, dann gibt es noch Naturschutzgebiet und so weiter. Das ist dann eben die Frage, wie groß wird der? Deswegen ist das ein bisschen schwierig, hier schon mal Straßen durchzuziehen. Aber was wir natürlich machen können, wäre, dass wir die Teile verschieben. Wobei, wisst ihr, was wir jetzt mal als erstes machen? Das wollte ich nämlich schon lange. Du wirst mal verschoben. Nach hier hin. Das ist doch provisorisch, weil ich bräuchte hier mal die Straßen. Moment, die sind hier oben. Jetzt können wir nämlich diese Straße hier lang ziehen, was ich eigentlich schon relativ lange machen wollte. Da war aber das eine Teil da im Weg. Mache ich mal so. Und dann geht das... nee, das ist zu krumm. Das machen wir nochmal. Kriege ich das irgendwie schöner hin? Ich hoffe mal ja. Oh, das geht sogar so. Okay, dann machen wir das. Nee, das geht eben nicht. Ich habe es doch fast vermutet. Moment. Ich hätte gerne die Kurve. Parallel zu dem Teil da. Machen wir mal so. Wäre wahrscheinlich tatsächlich jetzt hier cleverer. Genau, wisst ihr was? Es ist eigentlich falsch rum. Zuerst machen wir die Straße und dann machen wir die Kurve. Weil die Kurve ist eigentlich egal, ob die krumm oder gerade ist. Wir brauchen hier eine gerade Straße. Zack, und jetzt hier verbinden. Und schon haben wir das nämlich ungefähr so, wie ich es wollte. Jetzt werden wir dich aber auch noch mal kurz verschieben. Nämlich hier an die Straße ran. Dann nehmen wir dich und mal gucken, wo wir dich hinkriegen. Oh, du würdest da sogar dazwischen passen. Okay, zack. Wenn wir jetzt gucken, ja, jetzt sind die Sachen hier an der Straße dran. Das Teil lassen wir mal, weil hier haben wir noch ein paar Assets hingestellt. Hier stimmt es eigentlich soweit. Ja, hier stimmt es eigentlich auch soweit. Da haben wir halt auch Assets, also da würde ich nichts mehr schieben, von wegen, dass wir näher rankommen. Das müssen wir definitiv nicht. Gut, Nachfrage. Ich würde sagen, wir gehen mal der Nachfrage ein bisschen nach. Wir schauen mal, wo machen wir Wohnungen. Wir haben hier immer noch dünn besiedelt. Hier ist verboten, ganz klar. Weil das ist eben Parkgebiet, aber hier außenrum. Zack, machen wir hier mal noch eine Ladung hin. Wasser haben sie, das ist perfekt. Dann brauchen wir Gewerbe. Jetzt muss ich mal gucken, was wir hier unten noch haben. Können wir hier noch irgendwie was machen? Hier hätten wir noch ein bisschen Platz für Industrie. Das nutzen wir mal aus. Weil, haben wir glaube ich auch Nachfrage. Jawohl, sieht man hier. Da können sie auch noch bauen. Ja, hier haben wir natürlich noch einen großen Bereich. Warum nicht hier nochmal eine Straße runterziehen? Und dann entsprechend Gewerbe einzeichnen. Das darf aber auch eine kleinere Straße sein. Ich will mal eine mittlere machen. Also kleiner ist die natürlich dann in dem Sinne auch nicht. Aber ist dann nicht so eine riesige wenigstens. Wenn wir das so machen, dann können sie da ein bisschen noch an die Autobahn ran. Jetzt vielleicht wieder so zurück und jetzt gerade. Jawohl, das passt. Zack, halt. Hätte gepasst, weil funktioniert nicht. So geht's. So, da habe ich noch gesagt, dann nehmen wir eine kleinere Straße. Aber das müssen wir gar nicht. Das können wir eigentlich relativ einfach so machen. Da kommen wir nicht vorbei. Dann müssten wir so hier rein. Ich denke, das kann man tun. So, bestens. Sagen wir hier vielleicht, klappt mal noch kurz mit dem Teil hier. Vorfahrt regeln, machen wir so. Okay, dann sind nämlich die Ampeln weg. Wobei im Moment fährt hier eh noch nicht allzu viel. Also da müssen wir jetzt nicht groß Rücksicht nehmen. Aber wir machen es trotzdem mal. Einfach auch, damit die Ampeln eben weg sind, weil die ja immer Probleme verursachen. Gut, wir hätten Platz.
Wohnungen brauchen wir auch noch. Dann machen wir hier doch noch einen Riegel Wohnungen hin. Und zwar... Moment, nehmen wir das mal weg. Machen hier Wohnungen. So, alles hier lang. Wunderbar. Hier vorne werden wir auch noch kurz das hier kappen. Dann gibt es hier auch noch Wohnungen. Das ist in Ordnung. Dann machen wir hier noch Wohnungen runter. Und jetzt ganz unten hier machen wir Gewerbe, damit die Leute auch ein bisschen was zu handeln haben, beziehungsweise was einkaufen können. Wenn Hüngerchen kommt etc., dann ist das sicherlich relativ nett, wenn man gleich nebenan die Möglichkeit hat, was zu kaufen. So, hier lang, hier rauf. Dann haben die auch Wasser. Strom und Co. behalten wir mal im Auge. Ich würde sagen, wir gucken mal noch schnell bei den Schulen. Berechtigt, Kapazität. Wir könnten ja noch mal eine Grundschule gebrauchen. Zum Beispiel die freie Schule für Zwölfe. Und wenn die da hinten ist, machen wir die hier hin. Ja, machen wir es aber hier oben, damit wir ein bisschen mehr Reichweite haben. Ich denke, hier bei den Oberschulen müssen wir nichts machen. Ne, da haben wir nicht mal eine Kapazität. Oh, doch, müssen wir auch was machen. Berechtigt 800, Kapazität 0. Ach du grüne Neune. Okay, wir brauchen eine Oberschule. Können wir uns das leisten? Wir haben 117.000. Ja, wir müssen uns das eigentlich leisten können. Grundschule, das wäre auch eine Oberschule für 24.000 und die eben für 30. Ich würde sagen, wir nehmen mal die für 30. Wo hättest du Platz? Eigentlich haben wir hier nicht mehr viel Platz. Sonst zerstören wir da wieder das ganze Gebäude. Vielleicht hier hinten? Okay, machen wir. Ja, da haben wir noch Gewerbe. Das ist in Ordnung. Wie siehst du aus? Ja, eh sehr, sehr nett. Cool, lassen wir. Jetzt ist aber die Frage, ob das reicht. Wahrscheinlich nicht. Doch, Kapazität 800. Ja, wir könnten glatt nochmal ein bisschen was brauchen. Aber wir werden jetzt nicht nochmal so viel Geld investieren. Da warten wir ein Momentchen. Bei der Grundschule ist das Ganze ja abgedeckt. Beim Strom nochmal schnell schauen. Müssen wir auch bald schon wieder zuschlagen. Nochmal hier so ein Dreckdingens hinstellen. Ja, 42.000 ist mir zu teuer. Was kostest du? 19. Wir warten mal noch. Im Moment haben wir noch Strom. Wir können hier natürlich auch ganz einfach Folgendes machen. Indem wir hier beim Strom, wir gehen beim Park mal ein bisschen rauf noch mit dem Budget. Okay, wo haben wir denn den Strom? Da oben. Machen wir auch mal ein bisschen höher. So, das ist eine andere Möglichkeit, mehr Strom zu gewinnen. Man muss nicht immer neu bauen eigentlich. Okay, hier können wir noch nichts machen, aber wisst ihr, was wir jetzt natürlich machen können? Höhö, was fehlt denn hier noch? Was fehlt hier in diesem Heißes Parkhausen-Teil? Da fehlt ein Kanal. Genau, machen wir ja sowieso relativ häufig. Wobei, Moment. Bevor wir einen Kanal machen, was ist hier los? Warum haben wir hier dermaßen viel Verkehr? Haben wir hier auch eine Ampel? Hier haben wir auch eine Ampel. Okay, das werden wir ganz schnell lösen. Haben wir hier Vorfahrt? Hier keine. Hier Vorfahrt. Ne, hier. Moment. Hier Vorfahrt und hier keine. Machen wir das mal so und beobachten das. Wie sie da fahren können. Das sieht, glaube ich, hier schon besser aus. Dann müsste man hier den Stau wegbringen. Also, Kanal. Von wo nach wo? Irgendwie fände ich es nett, wenn der irgendwie um den Park rumgehen würde, der Kanal. Statt den Häusern vielleicht sogar. Oder innerhalb hier. Da müssten wir die Straßen da aber nochmal kappen. Dass wir im Prinzip Häuser haben, Straße, Kanal, Park. Oder wo sollen wir den hinmachen? Oder wir ziehen den tatsächlich hier lang. Aber dann sind natürlich die ganzen Häuser weg. Aber der müsste schon nah sein beim Park. Vielleicht doch hier drin? Dann haben wir den Zaun umsonst gesetzt. Oder wir bauen den Kanal so, dass der Zaun stehen bleibt. Ich muss mal gucken. Ich schnapp mir mal Kollege Bautool. Und dann müssen wir natürlich schauen, wenn die U-Bahn hier irgendwie noch lang soll, dann muss das ein flacher Kanal sein. Das haben wir jetzt rausgefunden. Ja, nehmen wir den mal. Also, flacher Kanal. Mal gucken, wenn ich dich... bist du echt so breit? Moment, das... ist der echt so breit? Flacher Kanal, gibt es den auch in schmal? Flacher, breiter Kanal. Ullala, okay, das sind ja Monster von Kanälen, wenn man es genau nimmt. Wenn wir dich hier so hinmachen, dann müsste doch dort der Zaun stehen bleiben. Das sehe ich soweit richtig. Wir machen das mal. Ziehen wir dich bis hier runter. Moment, das muss schon genau sein. Zack, gekauft. Jetzt habe ich nicht geguckt, was das gekostet hat. Ich glaube 770. Ja, das können wir bezahlen. Das ist kein Ding. Gut, einen Kanal hätten wir. Jetzt fehlt noch Wasser. Beziehungsweise, wo gehen wir weiter lang? Also hier lang nicht. Da ist natürlich, das ist Käse. Weil das Teil ist auch zu breit. Also man könnte jetzt natürlich schon hier lang ziehen, dass wir irgendwie den Kanal noch durch unseren Park durch haben. Das wäre sogar nett.
Das wäre doch sogar sehr nett. Lass mich mal noch mal kurz hier gucken. Ich finde das eigentlich eine relativ gute Idee. Dass wir das irgendwie so machen. Da geht es natürlich nicht. Da ist die Straße im Weg. Ich müsste die Straße noch mal kurz kappen. Können wir nachher wieder bauen. So, jetzt mal gucken. Hier lang, hier rüber. Das geht hier nicht. Das müssen wir ein bisschen weiter oben haben. Geht auch nicht. Noch weiter oben. Wo ist der nächste Punkt? Hier. Das würde gehen. Da würden wir sogar die Straße noch durchkriegen. Und dann wieder hier, meinetwegen, bis zum Zaun. Zack, gekauft. Hier geht es wieder zurück. Wieder nach hier oben. Ja, aber da möchte ich irgendwie dem Zaun näher kommen. Wie kriege ich das hin? Indem ich hier auf Kurve gehe. Ja, und dann sind wir hier tatsächlich näher dran. Hier wieder ein bisschen in die Richtung. Zack, passt. Jetzt gerne wieder gerade eigentlich, indem wir hier so hochgehen und da wieder rein. Zack, okay, dann ist unser Park im Prinzip umzingelt fast schon vom Kanal. Da gibt es dann Brücken rüber etc. Dann würde ich jetzt aber sagen, dann machen wir das so, dass das hier drin primär unser Freizeitpark ist. Ich glaube, allzu viele Bahnen gibt es dazu nicht mehr. Und hier zum Beispiel Naturschutzgebiet oder irgendwas. Das werden wir dann gucken, sobald wir das machen. Geld 105.000, sehr schön, hat uns nichts gekostet. Jetzt haben wir aber das gleiche Problem wie vorher. Wir haben kein Wasser. Wo kriegen wir das Wasser her? Hier unten hätten wir einen Fluss. Wobei, guck mal, ja, da sehe ich schon. Da kriegen wir, aus dem Fluss kriegen wir das Wasser nicht raus, weil ist ganz einfach. Hier geht's aufwärts. Hier geht's rauf. Da wird das Wasser nicht fließen. Das heißt, wir müssten sowieso eine künstliche Bewässerung machen. Das können wir mit Pumpen machen. Das geht natürlich auch. Aber irgendwie, schlussendlich möchte ich natürlich schon hier runterkommen. Aber da können wir echt nichts machen. Ist hier ein bisschen flacher? Ja, ein bisschen. Aber ja, das wird trotzdem nicht gehen. Das Wasser müsste wahrscheinlich aufwärts fließen. Ich würde sagen, was ist eigentlich das hier? Einmal ein Steinhaufen? Ja, sieht aber nett aus. Ich würde sagen, wir brechen hier durch und gehen hier irgendwie runter. Oder sollen wir, wir sollten die Stadt natürlich auch irgendwie noch ein bisschen mitnehmen. Dass wir vielleicht hier lang gehen, hier runter und da rein. Wir machen das so, damit die Stadt auch noch ein bisschen hier zu Wasser kommt. Ich habe jetzt gerade überlegt, von wegen in den Kommentaren stand, ich soll doch nochmal diesen Central Park bauen, den wir in der letzten Staffel hatten. Das würde ich aber ehrlich gesagt bleiben lassen, weil das ist ein anderes Spiel mit dem DLC. Wir haben den Fokus eher auf den Park. Da müssen wir nicht selber irgendwie im Central Park machen. Deswegen lasse ich das mal. Irgendwie bietet es sich auch nicht an hier. Beim anderen, also bei der anderen Staffel, da hatten wir in der Mitte genau dieses Quadrat. Das lag fast auf der Hand, dass wir da so einen Central Park machen. Ich würde das hier anders machen, nämlich dass wir mit dem Teil, sagen wir mal, irgendwie so langkommen. Das ist immer noch der flache, jawohl. Machen wir hier Kurve. Irgendwie gerne so. Hier gerade quer rüber, dann haben wir auch mal ein bisschen einen quer verlaufenden Kanal. Hier geht es wieder gerade rauf. Und hier geht es dann irgendwie wieder rüber. Da machen wir aber nochmal eine Kurve. Machen wir die mal so. Oder parallel. Dass wir das jetzt hier so parallel haben mit dem Teil da unten. Und jetzt brauche ich nur hier eben natürlich die Verbindung. Und das wird nicht funktionieren, weil hier haben wir eine Straße. Die haben wir jetzt nicht mehr und die Häuser haben wir auch nicht mehr. Die stören also nicht mehr, aber die hatten wir, deswegen ging es natürlich nicht. Der Zaun, der kommt dann da automatisch weg, wie man sieht. Jetzt wäre es noch schön, das gerade zu haben. Zack, passt. Gut, die Straße kriegt er zurück. Und ja, die Bausubstanz, oder nicht die Bausubstanz, den Bauplatz, den werden wir dann entsprechend anders einzeichnen. Wir bräuchten hier, glaube ich, diese Straße. Wenn ich die hier rüberziehe, das würde sogar funktionieren. Dann haben wir hier eine kleine Brücke. Machen wir das doch gleich mal. Nee, das ist wieder irgendwie sowas völlig Verbogenes. Können wir das ohne Verbiegung haben? Müsste ich hier nochmal ein bisschen kappen, dann sind die Häuser wieder weg. Dann ziehen die wieder aus. Wenn wir das anders machen. Sagen wir mal mit einer Kurve rüberschwingen. Das wäre doch eigentlich ganz nett. Das klappt aber so nicht. Da müsste ich zuerst die Höhe haben. Die Höhe einzeichnen. Page up wäre das. Das wäre dann so. Hier rüber. So. Und jetzt irgendwie, keine Ahnung, wieder gerade zurück. Moment, gerade wäre dann wieder hier. Ja, das hat doch was. Moment. Es ist mir ein bisschen zu weit. Kann ich das hier, ja, wenn ich das kappe,
Wisst ihr was, die Kapsel gehen im Pausenmodus. Vielleicht merken sie die hier gar nicht, dann lassen sie nämlich das Ganze stehen. Dann reißen sie da nichts ab. So, weil so ist netter. Jetzt wollen wir hier aber wieder runter. Geht das? Irgendwie, es würde funktionieren. Was passiert denn da? Sollen wir es mal bauen? Wir testen das mal. Aha, okay, dann gibt es im Prinzip eine Grube. Kommen wir dann da rein? Ja. Kommen wir. Da werden einfach die Häuser abgerissen. Das ist aber egal, weil die zeichnen wir wieder ein. So, dann können sie da am Hügel bauen. Ist doch auch in Ordnung. Ja, der sieht doch besser aus. Der ist nicht so komisch verbogen. Okay, jetzt haben wir diese Bereiche. Viel machen können wir eigentlich noch nicht. Beziehungsweise hier müsste doch eh schon Wasser kommen. Aber hier haben wir genau das Problem. Genau wie ich gesagt habe, das Wasser fließt halt nicht aufwärts. Wir kriegen hier das Wasser aus dem Fluss nicht in den Kanal rein. Das heißt, wir müssen Pumpen hinstellen. Das werden wir machen. Die Frage ist, sollen wir das jetzt schon machen? Das sieht natürlich ziemlich nach Baustelle aus, aber das hat doch auch seinen Reiz. Weil irgendwann wird sowas natürlich mal gebaut. Aber hier geht es auch rauf und runter. Es ist ja irgendwie schon interessant. Naja gut, mit Pumpen müsste das funktionieren. Wir können ja mal einfach, damit wir ein bisschen Wasser haben. Oh, ich weiß übrigens, wo ist die Brücke? Wo die Brücken sind? Unglaublich. Moment. Da, beim Strom. Wo sollen es auch sonst sein? Wer kommt denn auf die Idee, gemoddete Brücken hier hin zu tun? Beim Strom. Die haben doch nichts mit Strom zu tun. Aber wir können die hier nicht verwenden. Das sieht man. Die sind tatsächlich nur dafür da, um übers Wasser zu kommen. So, zum Beispiel hier. Das werden wir aber sicher nutzen. Sobald wir hier Brücken machen müssen, werden wir die mit diesen gemoddeten Teilen machen. Hier geht's nicht. Das ist fürs Spiel oder für die Brücke ist das hier kein Wasser in dem Sinne. Gut. Wie sieht es eigentlich mit dir aus? Sehen wir hier irgendwo eine Stufe? Moment, das war hier bei Parkgebietsinfo. 1300. Ja, es geht voran. Da müssen wir mal ein bisschen Geduld haben, bis da die nächsten Bahnen und Geschäfte kommen. Okay, Pumpen wollte ich hinstellen. Genau. Man reiche mir die Pumpen. Das wären die hier. Wir machen mal hier was. Und dann, ja, ich würde sagen, hier müssen wir im Prinzip auch schon. Wir müssen eigentlich relativ viel, weil sonst haben wir hier kein Wasser drin. Was kosten die? 2500. Wir setzen mal ein paar und beobachten das hier unten. Jetzt können wir hier wenigstens noch was hinstellen. Und hier runter natürlich auch noch. So, machen wir mal diese Anzahl. Jetzt bräuchten die natürlich alle entsprechende Verbindung. Und Strom bräuchten sie dann auch noch, auch ganz klar. So, einmal hier rauf. Der schöne Nebeneffekt ist, dass wir hier dann im Prinzip schon Strom, beziehungsweise ja, Strom und Wasser haben, weil die Rohre natürlich quer durchgehen. So, dich noch hier anschließen. Dich hängen wir mal hier rein. Und dann müssten alle angeschlossen sein. Bist du nicht angeschlossen? Doch. Was hast du für ein Problemchen? Abwasserrohr nicht angeschlossen. Ist das ein Abwasserrohr? Ne, das sind doch einfach diese... Jetzt muss ich nochmal lesen. Nein, nicht, dass ich jetzt die falschen Pumpen erwischt habe. Ihr seid doch nicht die Abwasserrohre. Ihr seid... Über den Frischwasseraustritt wird überschüssiges Wasser ausgeleitet. Eben. Er kann frei auf trockenem Land platziert werden und ermöglicht die Erstellung von Seen und Teichen. Das ist genau das, was ich eigentlich wollte. Warum bist du nicht angeschlossen? Du bist doch hier genau am Knotenpunkt. Wir verschieben dich mal kurz und setzen dich manuell nochmal da rein. So, wir bräuchten hier das Teil. Wo ist es denn? Hier unten. Jetzt mal gucken. Ja, so geht's. Jetzt müsste es angeschlossen sein. Aber die dürften eigentlich keinen Strom haben. Oh doch, schaut mal, sehr cool. Halt, die Brücke brauche ich eigentlich nicht. Ich wollte nur zeigen, dass die von der Stadt profitieren. Oh, da ist nochmal so ein Teil noch nicht angeschlossen. Die nehmen den Strom vom Städtchen. So. Jetzt bist du auch angeschlossen. Haben wir schon erste Ergebnisse? Ja, da kommt immerhin ordentlich was raus. Hier, ne, da ist noch was nicht angeschlossen. Sag mal, wie habe ich das denn hier angeschlossen? Eben nicht gut. Um meine Frage gleich mal selber zu beantworten. Noch jemand hier, der irgendwie kein Wasser bzw. keinen Anschluss hat? Nein, jetzt fließen sie alle. Das Teil hier wird dann gleich mal loslegen. Ja, hier gibt's Wasser. Das ist schon mal in Ordnung. Also hier unten passt's. Hier müssen wir wahrscheinlich noch weiter installieren. Aber wir müssen auch das Geld ein bisschen im Auge behalten. Deswegen mache ich jetzt nicht überall schon Wasser rein, sondern nur hier einmal, ja, bei diesem Kreisel hier. Okay, den Zaun müssen wir dann je nachdem auch noch mal kurz reparieren. Wobei, hier macht es keinen Sinn. Ja, ein bisschen macht es Sinn. Dann lasse mich mal kurz hier gucken.
Da wäre der Zaun. Dass wir hier rangehen. Machen wir mal die Kurve. Geht leider nicht. Okay, so runter geht's. Und dann geht das hier rauf. Das ist auch in Ordnung. Würde ich glatt hier weiterziehen. Sagen wir mal bis zur Brücke plus minus. Oder bis ungefähr hier hin. Und hier auf der anderen Seite haben wir hier nämlich den Zaun. Der geht hier wieder in Richtung Kanal. Und dann hier gerade rauf. Geht nicht. Momento. Was ist denn da im Weg? Ja, was ist da im Weg? Was bist du denn? Ein Stück Holz. Ja, das kriege ich da wahrscheinlich nicht weg. Ist aber auch egal. Wenn man... Moment. Das weg hier. Also sprich, gerade bauen. Und dann haben wir es schön chrom. Okay, ist ja nur mal prophylaktisch im Moment, einfach mal beziehungsweise provisorisch, dass wir da den Zaun haben. Hier drin werden wir dann auch einen brauchen, ganz klar. Und hier müssen wir natürlich auch noch einen hinstellen. Aber jetzt werden wir hier beim Park erstmal weiterbauen und gucken, was hier noch alles auf uns zukommt. Wir sind leider mit der Stufe immer noch nicht so weit, dass wir was weiteres hinstellen können. Wir könnten höchstens im Prinzip hier hinten natürlich schon damit anfangen, einen weiteren Park zu machen. Wir müssen ja jetzt nicht bei dem hier verharren. Und was ich natürlich auch mal noch sehen möchte, ist hier das Feuerwerk. Das haben wir ja eingestellt. Das werden wir uns noch kurz ansehen. Jetzt werde ich hier aber auch ganz kurz nochmal ein paar Wohnungen einzeichnen, damit wir die haben. Zum Beispiel hier oben wäre doch relativ schön. Machen wir so eine Parallelstraße. Die geht hier, Moment. So lang. Machen wir hier ein bisschen einen Abstand, damit unten auch noch ein paar Straßen hinkommen können. So, und zwar so. Also nicht Straßen, Wohnungen sollen da unten hin. Oh, da kommen wir sogar da oben rein. Das machen wir natürlich. Ganz klar. Jetzt gehen wir in die Richtung. Machen hier das Ganze nach hier oben. Dann hat es da dann auch noch Gebäude. Und das kommt jetzt wieder so zurück. Soll da nicht reinhängen. Nicht in das bestehende Netz. Ja, aber so ist perfekt. Sehr nett. Zack, da rein und gut ist. Dann können sie dort nämlich jetzt schön bauen. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Zack, überall bitte Wohnungen. Dann müssten wir die Nachfrage halbwegs tilgen können. Denn das gibt natürlich auch wieder Steuergelder. Das ist genau das, was wir wollen und das, was wir brauchen. So, überall Wohnungen, danke. Das wird jetzt hier massiv zurückgehen. Und dass wir kein Wasser haben, habe ich fast kommen sehen. So, jetzt haben wir Wasser. Jetzt können sie auch duschen und fröhlich sein. Wie sieht es hier aus mit Wasser? Ja, ein kleines Rinnsal. Hier ist es besser. Aber auch hier, das verträgt auch nochmal weitere Pumpen. Und ja, irgendwann pumpen wir das Ganze bis nachher hinten, dass wir hier vielleicht ein bisschen weiterkommen. Ja, ist schade, aber ich kann natürlich nichts machen. An der Topografie der Map, da kann ich, wie soll ich sagen, da kann ich keinen großen Einfluss nehmen. Wenn sie aufwärts geht, geht sie halt aufwärts. Wir bräuchten das Wasser von da hinten. Da wird es wahrscheinlich funktionieren. Da haben wir aber die Kachel nicht. Oder, sagen wir es mal so, wir haben sie noch nicht. Hihi. Gut, liebe Freunde. Ich würde sagen, wir machen ein Päuschen. Hier haben wir schön Wasser, genauso wie es sein soll. Und ansonsten, ja, hoffe ich, dass wir hier beim Park weitermachen können in der nächsten Folge. Hier unten. Und wenn wir das nicht können, wenn wir den nicht weiterentwickeln können, machen wir hier auf diesem Gelände hier einen neuen Park. Einen zweiten. Danke fürs Zusehen. Hoffe, hat euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.